Ja, hallo, liebe Leute, zur 27. Folge Victoria 3. Heute Endspurt. Ich weiß nicht, ob Endspurt. Mal gucken, ob wir die letzten 7 Jahre hinkriegen. Auf jeden Fall wollen wir nochmal gegen Brasilien. Wir sehen ja, dass die ganze Welt schon wieder irgendwo im Krieg ist. Und das wollten wir eigentlich nutzen. Ich hatte, glaube ich, auch geguckt, ja, 17-8. Wie wird das am geschicktesten machen? Der Brasilianer hat zumindest keine Diplomatie-Sachen mit irgendjemand, nur einen Handelsvertrag mit Frankreich. Aber der Franzose ist gerade in einem ziemlich wilden Krieg drin. Gegen Ägypten, China und Russland. Ich glaube, der ist ein bisschen beschäftigt. Das heißt, ich würde die Zeit eigentlich nutzen und unseren Krieg hier dann direkt mal starten. Ich glaube, das ist ganz okay. Wir müssen jetzt nur gucken, wie wir das am geschicktesten machen. Ich kann hier ja nochmal eine Landesbefreiung reinmachen. Was haben wir da? Paraná und São Paulo wird da befreit. Ich glaube, das finde ich ganz gut. Hier wird Rio Grande, nee, das wollen wir einnehmen. Hier wird Santa Catarina befreit, das ist uninteressant. Hier wird Bahia befreit, das ist auch ein ordentlicher Block. Wir gucken mal, was dem Brasilianer mehr wehtut. Bahia, 1,25 Millionen Menschen, 2 Millionen BIP. Okay, Sao Paulo hat, okay. Sao Paulo und Paraná tut ihm wahrscheinlich mehr weh. Wir nehmen dann Rio Grande ein und vielleicht noch Goiás. Gucken wir mal. Ihn zum Protektorat zu machen ist zu teuer. Das kostet uns 76 Verrufenheit. Da kommt die ganze Welt. Das können wir nicht machen. Das ist leider immer noch zu teuer. Aber wenn wir noch ein bisschen was rausbrechen und... Ja, ich denke, das ist okay. Wir machen doch mal eine Landesbefreiung von Paulistania. Sie könnten sogar annehmen, mit 20% Wahrscheinlichkeit. Ich erzwinge aber den Diplomatiepakt. Moment, wenn sie es einfach annehmen könnten. Probieren wir das mal. Kostet ja keine Verrufenheit. Wir gucken mal, was passiert. Nein, okay, sie nehmen es nicht an. Das heißt, wir haben jetzt definitiv auch unseren Krieg. Das hat aber keine Verrufenheit gekostet. Wunderbar. Beim Rest gucken wir dann erstmal, wie es läuft. Er hat sowieso nicht viel. Er hat ja eigentlich fast gar nichts mehr. Gut, er hat nur 21 Bataillone, kann aber 138 einberufen. Ob er das macht, schauen wir mal, würde ich sagen. Wir schicken einfach 260er an die Front. Das müsste eigentlich reichen. Wir sollten dann in der Zwischenzeit... Ja, wir können schon mal... die Militärgehälter nach oben stellen. Ich glaube, das ist ganz gut. Es ist schon was faszinierend. Wir machen 140.000 plus und haben die Steuern auf der niedrigsten Stufe und die Militärgehälter ganz... Oh gut, wir bauen aktuell nicht voll und es kommt aus dem Investitionsfonds. Aber trotzdem ist das doch verrückt. Glas ist teuer. Bei Glas könnten wir doch noch auf Plast, auf Haushaltsplastik stellen, oder nicht? Hier... Wenn ich die 35, dann brauchen wir 875 Öl. Das können wir auf jeden Fall machen. Dann arbeiten nämlich alle Glashütten mit Öl. Dann ist Öl jetzt teuer. Dann bauen wir nämlich lieber Öl statt Glas. Das können wir mal noch schnell machen. So, Zulia. Wir gucken nach Bauern. Hat noch 74.000 Bauern. Eine Ölbohranlage braucht 2 Infrastruktur. Okay, wir haben 112 Infrastruktur. Dann bauen wir hier doch einfach... die restlichen 24 Ölbohranlagen rein in Zulia. Das reicht alle Male. Dann bauen wir jetzt auch erstmal wieder. Und dann lassen wir mal ein bisschen laufen und gucken mal, was passiert. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand reingeht. Wir können den Briten beeinflussen, sonst sieht das eher erstmal ganz normal aus. Schauen wir mal, würde ich sagen. Eine kroatische Einwanderungswelle kommt aus Österreich nach Buenos Aires. Oh ja, das ist schön. Da können wir die Leute ja gebrauchen. So. Ansonsten nochmal auf den Markt geguckt. Funk tun wir ja gerade was. Porzellanwerkzeuge werden tatsächlich teuer. Ich glaube, ich kann keine... Ich kann noch Werkzeugfabriken umstellen auf Stahlwerk. Bearbeitete Werkzeuge. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Kaum was. Das heißt, wir könnten noch ein paar Werkzeugfabriken gebrauchen.
Antiochia, 34.000 Bauern, da stecken wir nochmal 10 Werkzeugfabriken rein, dann haben wir erstmal wieder den Bau voll. Genau, minus 100.000 im Investitionsfonds noch für 5 Wochen, dann geht es von unserem Geld weg, es ist aber trotzdem gut, denke ich. So, wir gehen jetzt erstmal, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo ist hier denn welches Diplomatiespiel, das ist ja der Wahnsinn. Also hier gehen wir mal raus, beim Briten gehen wir mal raus. Beim Portugiesen gehen wir raus. Beim Franzosen bleiben wir mal noch drin und gucken, wie sich das entwickelt. Aber es sieht so aus, wie wenn er das kämpft. Das heißt, er kommt nicht hier rüber. Bin ich mir relativ sicher. So, und wir krallen uns jetzt noch auf jeden Fall Rio Grande do Sul. Definitiv. Okay, der Brasilianer schickt die ersten Truppen. Dann mache ich das auch. Und schickt die ersten beiden 60er-Trupps hier runter. Denke, das ist okay. Das strategische Ziel in Minas Gerais, sind wir ehrlich, können wir rausnehmen. Funktioniert sowieso nicht. Obwohl, ich lasse es drin. Schaden wird es auch nicht. Schaden wird es auch nicht. So. Dann lassen wir das mal ein bisschen laufen. Von was forschen wir aktuell? Oh, an den Betonbefestigungen. Die kriegen wir nicht rechtzeitig. Das macht aber auch nichts. Unsere Truppen sind unterwegs, sind in 25 Tagen da. Das ist schön. Okay, der Franzose beginnt seinen Krieg. Wir haben ineffiziente Landwirtschaft. Das ist immer gut. Gibt 25% Migrationsanziehung für Buenos Aires. Immer her damit. So, ansonsten bautechnisch Kanonen. Ja, Werkzeuge, Glas, das geht alles. Fleisch, Porzellan, Handfeuerwaffen ist ein bisschen ein Problem, sehe ich gerade. Lässt sich da noch was umschalten? Ne, die arbeiten alle schon mit Bolzen-Repetiergewehr. Da könnten wir dann tatsächlich noch was tun. Oh, Pause. Jetzt hätte ich es fast verpasst. Knapp war's. Ich habe euch schon schreien gehört. Ich habe euch im Geiste schon schreien hören. Okay, hier gibt es leider nirgendwo groß. Hier hat es noch 19.000 Bauern. Da baue ich mal noch hier 3 rein. Ansonsten in Guavare bauen wir mal noch 2. Das kriegen wir auch noch hin. Und hier hat es noch ein paar Bauern. Da baue ich auch mal noch 2. Kriegen wir noch ein bisschen Dings hier rein. Der Franzose geht gleich in den nächsten Krieg. Der hat es aber. Das interessiert uns nicht. So, und jetzt gucken wir in unserem. Jetzt fügen wir hinzu. Start erobern. Boah, ist das alles teuer. Das ist der Wahnsinn. Rio Grande. Und das müssen wir auch zum Hauptziel machen. Es kostet 11 Verrufenheit. Ich will aber nicht, dass er rausgeht. Wir müssen es aber machen. Letztes Mal ist er auch rausgegangen. So, und damit sind wir jetzt berüchtigt mit 49,7. Eigentlich dürfen wir jetzt schon nichts mehr machen. Aber ich sage euch, wie es ist. Wir müssen jetzt ein bisschen ins Risiko gehen. Ich werde Goyas noch mit reinnehmen. Gibt nochmal 17,1. Das können wir uns leisten. Nehme ich noch mit rein. Dann sind wir bei 66. Mehr können wir nicht machen. Gucken wir mal, was passiert. Ich hoffe nicht, dass jemand kommt. Wir haben jetzt noch... Ja, Italien stellt sich auf die Seite Brasiliens. Okay, es geht los. Es geht los. Das war klar. Sobald du über 50 gehst, wird's interessant, ne? Der Italiener will Mittelamerika befreien. What the fuck? Okay. Das heißt, wir bringen unsere Flotten schon mal an die Seeknoten. Da werden wir nämlich definitiv die Konvois raiden. Und dann muss ich... bringe ich noch einen 60er rüber. Und mit dem vierten 60er mache ich eventuell eine Marineinvasion. Schauen wir mal. Okay, aber mehr wie der Italiener kommen nicht. Wie stark ist denn der Italiener eigentlich? Sind wir mal ehrlich. Italien? Ja, der hat schon ordentlich Truppen. Der hat schon ordentlich Truppen. So ist es nicht. Da kommt er mit 183 Stück. Junge, Junge, Junge. Okay, bis der da ist, haben wir vielleicht ein bisschen was eingenommen. Hoffe ich. Warum habe ich denn hier zu viele schon wieder? Weil... Achso, ich habe die Wehrpflichtigen nicht einberufen. Deswegen ist es nicht so schlimm. Solange ich die nicht einberufen habe, ist es okay. Aber wir haben insgesamt 34. Das heißt, ich müsste hier eigentlich noch 4 mehr reinmachen. Dass es passt. Ja, das muss ich mal bei allen Armeen gucken. Und wir brauchen mehr Generäle, dass das ein bisschen zügiger geht.
Meisterbürokrat. Ja. Wo ist denn die? Ach, hier kommt noch eine Truppe. Ja, packen wir auch noch einen rein. So. Dann lassen wir noch mal ein bisschen laufen. Bis der Italiener da ist, könnten wir vielleicht schon ein bisschen was eingesammelt haben. Ich weiß es nicht. Steuern gehe ich mal in die Mitte. Spanien hat jetzt mit einem Embargo belegt. Naja, jetzt geht das halt los, ne? Wenn, sobald du über 50 gehst, wird es halt unangenehm. So, da gehen sofort etliche Kriege auf. Alter, 90 Offensive. Was zur Hölle? Okay. Da gehen wir gleich mal ordentlich rein. Da kommen 87 Italiener. Ihr werdet jetzt Konvois überfallen hier. Wobei, nein, wir werden jetzt eine Marineinvasion machen. So, jetzt ist natürlich Munition und Handfeuerwaffen richtig teuer. Da muss ich jetzt eine Importroute machen aus Britannien. Noch eine Importroute auch aus Britannien, damit wir das erstmal eingefangen kriegen. So, der Italiener kommt. Wir warten mal, bis er an der Front ist und gucken, wie sich's verändert. Wie stark er ist. Noch ein Tag. Für plus 55, das sieht eigentlich noch ganz gut aus, wenn man ehrlich ist. Ich lasse es mal auf der Offensive stehen. Wir gucken mal, was passiert. Weil ab jetzt mischt der Italiener mit. Da kommt jetzt die erste Schlacht, auch gegen den Brasilianer. Hier schlagen wir den Italiener. Das sieht gar nicht so schlimm aus. Eine Marineinvasion bei uns. Wo? Wo? Moment. Ach, eine stagnierende Marineinvasion. Ach so, weil... Also, wird nicht in der Lage sein, Truppen an, da kein invadierender Admiral über Befehle fügt, die es erlaubt, eine Schlacht zu beginnen. Ja, wir müssen ihn umstellen auf... So, ne? Ja. Okay. Jetzt müsste das eigentlich gehen. Hoffe ich. Naja, der Italiener schickt 114 Schiffe. Das ist richtig schmerzhaft. So, aber wie auf an Land schlagen wir den Italiener eigentlich relativ deutlich. Ich glaube, ich brauche gar keine Marineinvasion. Mich nicht alles täuscht. Da ist schon der erste Angriff in der Hauptstadt. So, da haben wir mehrere Seeschlachten. Hier gewinnen wir, hier verlieren wir. Gucken wir mal, gucken wir mal. Zwei... Was? Guckt euch die Schlacht an. 20 Bataillone gegen 186... Aber das sind nur 25.000 Truppen. Hä? Was ist denn hier wieder kaputt? Naja, wir gucken mal. Hier haben wir das erste Stück Land schon besetzt. Das sieht ziemlich wild aus, was hier passiert. Okay. Okay, also auf See sieht es nicht so aus, als wenn wir da viel reisen würden. Da haben wir dann doch zu wenig Schiffe. Aber an Land gewinnen wir das einfach. Das heißt, ich bin eigentlich versucht, meine 60 Truppen einfach wieder an Land zu bringen. Naja, wir sind jetzt hier relativ gut reinmarschiert. Goyas haben wir auch besetzt. Ja, der Italiener ist jetzt auch nicht so übermäßig stark, wie es aussieht. An Wasser ist er gut, aber mehr auch nicht. Wobei wir auch hier einmal gewinnen. Müssen wir mal gucken, wie es da an Land läuft. Aber sonst schießen wir den, glaube ich, ganz gut weg. Ich glaube, die Marineinvasion hätten wir gar nicht gebraucht.
Naja, wir stehen mittlerweile schon auf plus 70. Das ist... Da ist nicht mehr viel. Okay, unsere zweite Flotte wurde besiegt. Das war aber auch nur die kleine. Die größere macht, hält sich besser. Okay, aber wir haben auch gleich die Hauptstadt besetzt. Ja, 93%. So, da haben wir den ersten Trupp besiegt. Und ich glaube, den nächsten von Brasilianer besiegen wir auch. Süddeutsche Einwanderungswelle aus Frankreich nach Zulia. Immer her mit euch. So, das sieht, damit haben wir die Hauptstadt gleich besetzt. Ja, das ist, an Land fahren wir da komplett drüber. Ich weiß gar nicht warum. Ja, der Italiener hat null Moral, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen ist er so schlecht, ne? Warenzufuhrknappheit. Der kann seine Truppen hier gar nicht versorgen. Bringt aber die nächste 114er Flotte. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt haben wir erstmal hier den Brasilianer weggeschossen. Vielleicht können wir dann landen, bevor er da ist. Unsere zweite amerikanische Flotte wurde repariert. Die schicke ich mal in den Knoten. Dann kann sie dort Konvois räubern. Ansonsten, ja, die Hauptstadt ist besetzt. Das heißt, der tickt eigentlich schon durch. Okay, die Marineinvasion hat geglückt. So wie es aussieht, dann kannst du jetzt auch anfangen, Konvois abzuschießen. Marineinvasion geglückt, unsere Truppen sind da. Ja, wir haben eine zweite Front mit... Okay, schon eingenommen. Ja, okay, das war's dann, oder? Das ist so viel dazu, ne? Okay, vor dem Italiener hätte ich jetzt nicht so viel Angst haben müssen, glaube ich. Dann nehmen wir uns die Sachen mal rein und dann sind wir glücklich, ne? Da werden unsere eigenen Konvois versenkt. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Geh mal da hoch. Das gefällt mir ja überhaupt nicht. So, aber im Grunde war's das, ne? Minus 32. Da passiert nicht mehr viel, denke ich. Da haben wir schon wieder 5000 Kriege. Da gehen wir mal raus. Der Italiener bringt nochmal 80 Truppen. So, gleich ist hier vorbei mit Konvois abschießen, lieber Italiener. Hallo? Stopp! Raidet er auch hier oben Konvois? Ich glaube nicht. Die hier versucht er zu raiden. So, die Niederlande belegt uns mit einem Embargo. Ja, das ist alles erwartbar. So, Friedensvertrag können wir nicht vorschlagen. Achso, wir müssen dann mit dem Italiener fertig kämpfen, oder? Naja, gucken wir mal. Der kann ja nichts machen. Der hat ja keine... Hat er dann keine Grenze mehr mit uns? Der Brasilianer fliegt ja gleich raus. Jupp, der Brasilianer ist raus. Ich mach mal Stufe 1, weil... jetzt müssen wir mal gucken, was passiert. Der Italiener muss ja jetzt abziehen. Mehr oder minder. Ich werde mal hier ein bisschen demobilisieren. Ich glaube, so viele brauche ich nicht mehr. Zwei lasse ich mal offen. Weil er muss jetzt irgendwo eine Marineinvasion machen. Es geht ja nicht anders. Das heißt, ich bringe meine Truppen mal nach Hause. Und dann gucken wir, wie es läuft. Ich werde jetzt erstmal kurz schnell die Gebiete einstellen. Das wäre mir nämlich erstmal das Wichtigste. Erstmal in kooperieren, das ist nie verkehrt. So, Stadtzentrum, Transport ist teuer, machen wir mal so. Dienstleistungen sind gar nichts wert. Dann haben wir eine Munitionsfabrik, das ist immer gut. Wie viele Pops hat es hier denn? Na, ein paar zumindest noch. Sprengstoffwerk.
Ist auch nie verkehrt. Dann haben wir endlich Bleiminen. Was ich sehr gut finde. So, da werden auch schon Leute angestellt. Dann haben wir noch Kohle. So. Zwei Walfänger. Die arbeiten mit Dampf. Dann passt das auch wieder. So, und jetzt geht's los. Kaffee 16 Mal. Das ist ziemlich gut. Hier gibt es keine Eisenbahn, lustigerweise. Das ist interessant. Da können wir dann auch nicht groß umstellen auf Transport, ne? Müssen wir hier vielleicht mal zeitnah eine Eisenbahn bauen. Gut, Tabak, Mais können wir auf Traktoren stellen, auf Dünger stellen. Bananen, ja gut, da lässt sich überall nicht viel tun. Bei der Bananenplantage, ja. Viehhöfe können wir auf jeden Fall noch sparen mit mechanisiert. Ja, Stacheldrahtzäune, das ist alles okay. Oh, Weinberge, Zuckerplantagen, da kannst du bewässern. Beim Zucker wahrscheinlich auch. Yep. So, dann haben wir eine Kaserne. Ist jetzt auch nicht so das Highlight. Ein Bausektor mit Stahl. Und ein Hafen. Kann man einen modernen draus machen. So. Gut. Wir haben kein Ziel gegen den Italiener. Das heißt, eigentlich müsste der jetzt einfach durchticken, ne? Tut er auch. Er will Mittelamerika befreien. Was muss er denn dazu besetzen eigentlich? Mittelamerika, wahrscheinlich die Hauptstadt, ne? Ja, da wird jetzt nicht viel passieren. Er muss mit seinen 219 Truppen jetzt abziehen, weil er sowieso nirgends hin kann. Ich kann ja mal einen weisen Frieden vorschlagen. Will er nicht. Naja, dann soll er mal noch ein bisschen hier. So, hier wird... Oh, hier gewinnt er. Ich habe 69 Offensive, er hat 44 Defensive und er gewinnt das? Ja, okay, weil ich mit der Hälfte der Truppen gekämpft habe. Naja, jetzt ist der 60er-Trupp hier. Wir werden jetzt schon verhindern, dass hier Konvois versenkt werden. So, dann haben wir hier eine neue Zweier-Armee tatsächlich. Die werden wir behalten. Halt, hierhin müssen wir. Nein, weg damit. Hierhin müssen wir. Die werden wir als nächstes aufbauen, weil die anderen sind alle 60er Armeen. Dann mache ich aus dieser Zweier die nächste 60er. Ich schicke sie aber auch hier hoch. Ich guck mal rein, das ist Grabeninfanterie. Kann man upgraden und einen Lanzenreiter. Den schmeiße ich weg, ganz ehrlich. Ach komm, ich schmeiß die ganze Armee weg. Diese zwei Truppen. Was soll das, ne? Was soll das? Das spart auch wieder Pops hier unten. Oh, und wir haben noch Goyas bekommen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Muss ich auch inkooperieren. Unfruchtbarer Boden. Da sowohl die amerikanische Öffentlichkeit als auch vermeintliche politische Verbündete für seine Idee nicht empfänglich sind, hat Raffaele Simon Urbina frustriert beschlossen, sich aus der Politik zurückzuziehen und stattdessen den Rest seiner Tage damit zu verbringen, verbittert darüber nachzudenken, was hätte sein können. Ach, das ist der Sozialdemokrat, der allgemeines Wahlrecht beschließen wollte. Ja. Tschüss. Und jetzt kommt eine irische Einwanderungswelle aus Großbritannien nach Buenos Aires. Wir sind mittlerweile sehr beliebt auf der Welt, kann das sein? Ja gut, wir haben 17 Lebensstandard, ne? Wir machen jetzt wieder 100k plus. Das heißt, ich reduziere schon mal die Steuern. Die Militärgehälter reduziere ich auch mal. Das passt schon. Und wir müssen wieder bauen. Wir bauen gar nichts. Das habe ich jetzt im Krieg wieder vergessen. Panzerschiffe. Da müssen wir wieder vorsichtig sein. Bei der Marine. Das heißt, ich baue ein einziges. So, weil unsere Kompanie... Arbeitet sie noch? Ja, ja, ja. Sie wollte schon wieder... Sie baut schon wieder ab, ne? Sie baut schon wieder... Ach so, weil ich Handelsrouten habe. Ja, die müssen jetzt wieder weg. Die lohnen sich ja nicht mehr. Haben wir selber. Dann müsste auch die Kompanie wieder passen. Ja, ja, jetzt wächst sie wieder. Gott sei Dank. So, Waren. Munition ist teuer. Da werden wir jetzt definitiv mal noch was tun. Wir haben ja jetzt Blei. Wir haben in Zulia keine Menschen mehr. Gar keine mehr. Das heißt, wir müssen woanders noch Munition aufbauen. Guck mal, in Goyas haben wir doch jetzt Leute gekriegt. So, da kommt der Friedensvertrag.
Ohne Mittelmeer weiser Friede, nehme ich an. Wunderbar. Sehr schön. Das heißt, den Brasilianer haben wir jetzt ziemlich zerstückelt. Wir sind jetzt natürlich komplett verschrien mit 61. Das heißt, wir sind eigentlich durch, wenn man ehrlich ist. Aber gut. Wir werden mit Paulista direkt mal beginnen, die Beziehungen zu beschädigen, weil die lieben uns jetzt natürlich, genau wie uns die Konföderation geliebt hat. Aber der Brasilianer ist damit jetzt eigentlich komplett tot. Also Südamerika ist weitestgehend, gehört das uns. Das ist schön, aber jetzt werden wir in Goyas... Habe ich es eingestellt? Nee, ich habe nur inkooperiert, ne? Da kam mir wieder was dazwischen. Da kam mir wieder was dazwischen. Eine Kanonengießerei, die behalten wir auch. Eine Waffenfabrik, die wir behalten. Aber sowas von. Ein Holzfäller. Kann nur Holz produzieren, das ist schon okay. Ein Reisfeld. Mit Dünger bitte. Da werden Leute angestellt. Ja, sehr gut. Das heißt, wir bauen jetzt eine Eisenbahn. Und dann 10 Sprengstoff, Munitionsfabriken. Erstmal. So, Abflug. Und danach bauen wir in Rio Grande del Sul mal ein paar Bleiminen. Infrastruktur haben wir genug. Ich baue mal 9 Stück rein. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. So. Können wir nämlich weiterarbeiten. Wir haben jetzt 155 BIP. Haben wir da jemanden überholt? Ja, jetzt haben wir den Franzosen und den Chinesen überholt. Okay, den Rest kriegen wir nicht mehr. Aber BIP-technisch Weltrangliste Platz 3. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. So. Gefällt mir sehr gut, unser Südamerika. Ich denke, was man jetzt schon sagen kann, auch bevor die, bevor dieses Let's Play zu Ende ist. Ich hatte ja, glaube ich, in der zweiten Folge dieses Let's Plays, oder in der dritten, ich weiß es nicht mehr genau, hatten wir ja die Möglichkeit, das Angebot von Großbritannien, dem britischen Markt beizutreten. Und ich hatte ja damals gesagt, das überlasse ich euch, ihr entscheidet das. Und die überwiegende Mehrheit hat ja gesagt, nee, lass mal, wir wollen sehen, was man mit Neugranada ganz alleine erreichen kann. Und ich muss sagen, jetzt gegen Ende, man kann ganz schön viel erreichen. Also ich bin, glaube ich, ja, wir müssen uns von niemandem mehr verstecken, oder? Also, ich finde es eigentlich ganz schön, wie es gelaufen ist. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Südamerika, mit unserer amerikanischen Föderation. Kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Wir stehen relativ gut da, ohne größere Probleme. Oh, apropos größere Probleme, meine Schiffe kann ich jetzt auch mal wieder nach Hause holen, glaube ich. Dann bauen die schneller wieder Truppen auf. Die Kolonisierung vom Kongo Orientale ist abgeschlossen. Das heißt, da gibt es auch nicht mehr viel. Oh, da geht es schon wieder rund. Ich kann noch in Katanga eine Kolonie gründen. Machen wir. Geh mal rein. Wie sieht eigentlich meine Armee hier drüben aus? Die ist mittlerweile... Ja, da kommen halt keine Leute rein, weil die alle zu doof sind. Aber was soll's. Hier haben wir 5 Lebensmittelfabriken gebaut. Die sind schon wieder alle zu doof. Hier sind die Leute zu doof. Hier haben wir keine Bildung. Ja, wir müssten das eigentlich alles... hier, nur in Ostangola ist tatsächlich Bildung vorhanden. Zumindest ein bisschen. Aber kaum Bauern. Das sind die Betonbefestigungen, ein bisschen spät, aber sie sind da. Wie wär's, wenn ich hier drüben, wie sieht's denn aus auf dem Markt? Blei ist immer noch teuer. Komm, wir werden doch hier im Kongo Oriental, Ostangola bauen wir mal noch. Haben wir 14 Infrastruktur, bauen wir 7 Bleiminen rein, gucken mal, ob da die Leute dort arbeiten können. Ansonsten, hier haben wir nirgends, hier im Kongo Orientale haben wir tatsächlich noch ein bisschen Bildung. Was könnte man denn hier hinbauen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Fleisch. Gibt's hier Viehhöfe? Guck mal, hier gibt's 18 Viehhöfe. Ein Viehhof braucht eine Infrastruktur. Bauen wir mal 10 Viehhöfe hier hin. Aber noch ein bisschen Fleisch. Ich glaube, viel mehr geht da drüben nicht mehr. Was wir bräuchten, damit es besser wäre...
wäre Multikulti. Den kriegen wir aber nie. Und sobald wir Multikulti hätten, könnten wir die inkorporieren. Dann würden sie vom Schulsystem profitieren und dann wäre richtig super. Aber ich sehe gerade, wir könnten von der privaten Krankenversicherung auf die öffentliche. Und das finde ich ziemlich cool. Das wird zwar die Industriellen radikalisieren, aber das probieren wir mal aus. Ich glaube, die Industriellen sind auch nicht mehr in der Regierung. Ja. Da gehen wir doch mal rein. Das finden die wahrscheinlich überhaupt nicht gut. Ja, da kommt schon die Revolution. What? Ist das das halbe Land? Was heißt das halbe? Das ist das ganze Land. Das ist ja der Wahnsinn. Na, 72%. Keine Blockade. Gucken wir mal, ob wir es durchkriegen. Wenn nicht, brechen wir es wieder ab. So, Transport in Patagonia ist eng. Das können wir ja locker beheben, oder? Hier auf Stahlstelle. Oder auch nicht. Wo geht denn hier so viel? Ach, die 32 Kohleminen. Boah, das geht nicht, ne? Ja, das Stadtzentrum kann auch noch ein bisschen Transport erzeugen. Und könnte vor allem mal ein bisschen mehr Dings hier erzeugen. Reicht aber trotzdem nicht, ne? Na gut, jetzt ist er bei plus 68. Das geht noch, ne? Dann haben wir Kasai. Warum ist der Transport hier teuer? Achso, weil die Teeplantage damit arbeitet. Das geht natürlich nicht, wenn wir hier weder Stadtzentrum noch Zug haben. Elektrizität in Miranda ist knapp. Dann stellen wir um auf Kohle. Dann haben wir es im Griff. Und Transport in Los Rios. Wir haben eine Eisenbahn. Die arbeitet auch schon mit Stahl, vielleicht auch noch mit Dampfzügen. Das Stadtzentrum noch hiermit. Wir können auch noch Dienstleistungen günstiger machen. Na, hier ist es schwer. Hier ist es richtig schwer. Aber geht, plus 54, das geht. Haben wir im Griff. Diplomatiefakt in Gefahr, gebrochen zu werden. Naja, ist mir egal. So, Panzerschiffe und Funkempfänger sind teuer. Niedriger Marktzugriff in Antofagasta. Das ist auch nicht gut. Mach mal einen modernen Hafen draus. Dann klappt es besser. So, niedriger Lebensstandard, uninteressant. Niedrige Organisation der Flotte, weil ein Marinebefehlshaber fehlt. So, was kommt hier? Ach so, Revolution. Revolution, Revolution. So, 73%. Das ist jetzt nicht übermäßig viel. So, Deutschland gegen Persien. Das ist auch eine interessante persische Flagge. Eine persische Sezession. Der Portugiese macht hier noch Dinge. Hier haben wir noch Aufstände, Bedenken und Einwände. Gut, die Industriellen sind sowieso schon stinkig. Naja. So. Wir bauen voll. Ja, aus dem Investitionsfonds, ne? Aber wir könnten locker noch viel mehr Bausektoren betreiben, ne? Aber ich wüsste gar nicht mehr, was ich noch bauen soll, alles. Das ist ja Wahnsinn, ne? Oh, hatte ich nicht irgendwann mal gesagt, wir könnten noch Universitäten gebrauchen? Ja, zwei, drei vielleicht. Das ist jetzt auch nicht mehr die Welt, ne? Dann bauen wir halt doch noch ein paar Bausektoren, würde ich sagen. Guck mal, bauen wir noch mal 10 nach Buenos Aires. Das passt dann schon. So, da kommt hier schon mal die ersten 20% auf den Erfolg drauf. Das ist ganz gut. Vielleicht kriegen wir es schnell genug durch, bevor die Revolution zu stark wird. Gucken wir mal. Wir schwimmen halt komplett im Gold. Ja, wir kriegen vom Briten aktuell noch 159.000, aber selbst ohne diese 159.000 wären wir noch im Plus. Und das bei den niedrigsten Steuern, das ist schon der Wahnsinn. Wobei wir mittlerweile von den Dienstleistungen fast 100.000 kriegen. Ja, die Verbrauchssteuern sind schon heftig, ne? Die Verbrauchssteuern sind schon heftig. So. Natürlich könnte man jetzt hier direkt weitermachen. Was kostet mich das denn, die zum Protektorat zu machen? 29. Ich glaube, das ist jetzt ein Bereich, der möglich wäre, ne? Also, jetzt, ich glaube, ab jetzt könnte man alles zum Protektorat machen, wenn man lang genug wartet, bis die Verrufenheit runter ist. Aber das dauert halt, ne? Das dauert alles Ewigkeiten.
Das werden wir nicht mehr sehen. Panzerschiffe sind immer noch teuer. Baue ich noch eine Stufe. Ja, 36, 42. Ich mache noch zwei. Hauptsache, das Ding bleibt produktiv genug, dass mir meine Kompanie nicht verschwindet, die mir die 50.000 gibt. Das sieht schon gut aus. Lebensstandard mittlerweile 17,5. Missionare in Afrika. Ja, mehr Bekehrung ist gut. So, der Brite macht wieder Dinge. Bietet uns aber nichts an. Dann gehen wir raus. Ich glaube, der mag uns jetzt auch nicht mehr so. Oh, es ist immer noch einvernehmlich. Trotz den wilden Kriegen gegen Brasilien. Tja, ansonsten auf der Welt ist nicht so viel los, ne? Persien ist fast vollständig vom Briten geschluckt worden. Afghanistan ist immer noch frei. Der Brite hat sich auch noch Punjab reingefressen. Burma wäre noch offen. Siam und Dainam wird gerade vom Deutschen geschluckt. Zumindest versucht das. Der Chinese ist aber mit rein. Es wurde vorgeschlagen, dass eine grenzübergreifende... Militärflugzeuge. Wir gucken gleich. Und die Stickstofffixierung. Okay, wir müssen gleich gucken. Es wurde vorgeschlagen, dass eine grenzübergreifende Telefonvermittlung mit Britisch-Kongo eingerichtet wird. So können wir unsere Beziehungen leichter verbessern. Ja, warum nicht? So, was haben wir hier? Ja, minus 5 ist gut. Was wollte ich jetzt gucken? Ah ja, wir brauchen eine Forschung. Was gibt es denn bei der Gesellschaft eigentlich noch, was interessant wäre? Ich glaube, ich nehme jetzt das Antibiotika mit. Prestige ist uninteressant. Psychoanalyse verbreitet sich gerade. Ich nehme jetzt erstmal das Antibiotika. Und danach... Danach Panzer, ne? Danach Panzer. Wir haben es tatsächlich noch bis zu den Panzern geschafft. Wir haben 31, noch 5 Jahre. Jetzt haut mir wieder Bürokratie ab. Da lässt sich aber was machen, denke ich, indem wir bei unseren Regierungsverwaltungen... Ich fange mal an, hier umzustellen auf Telefone. Die Kleinen da, das kostet ja fast nichts. So, so ein 15er halte ich mir mal offen. So, wir sind jetzt wieder bei 260. Lassen wir es erstmal so. Bitte lass uns Glück haben. Ja, wir haben die Analyse erreicht. Das ist gut. Jetzt gucken wir nochmal. Funk ist halt richtig teuer. Wo hatten wir den nochmal gemacht? Ich muss immer nachgucken. Kann es mir nicht merken. Der Funk wird in Miranda gemacht. Und Miranda hat das Problem, dass... Es ist nur Strom teuer, ne? Aber wir haben ja auch keine Pops mehr. Die Leute gehen auch. Das ist ein bisschen... Bisschen unangenehm. Das heißt, wir werden uns jetzt woanders noch eine Elektrofabrik aufbauen müssen. Und wir brauchen jetzt auch Rüstungsfabriken, weil wir können jetzt Flugzeuge produzieren. Wir können jetzt Flugzeuge produzieren. Das heißt, wir könnten bei der Mobilisierung jetzt theoretisch auf Luftaufklärung stellen. Dafür brauchen wir Öl und Flugzeuge. So, erst machen wir nochmal was für Funk. Das heißt, wir bauen nochmal ein paar Elektrofabriken. Ja, Buenos Aires ist halt immer prädestiniert, weil das die meisten Leute hat. Arbeitet die schon mit den Elektrozügen? Das könnten wir auf jeden Fall mal machen. Kriegen sie ein Kraftwerk mehr? Obwohl, nee, für die Elektrofabriken brauchen wir ja einiges an Kraftwerken, ne? Machen wir mal 5 Kraftwerke. Ich rechne es jetzt nicht durch. Ich mache das jetzt on the fly. Also das ist mir sonst zu hart. Und dann bauen wir nochmal 10 Elektrofabriken, die dann auch mit Funk arbeiten. So, was haben wir hier? 2500 Regierungsausgaben. Naja, müssen wir mitnehmen. Gut, der Brite ist schon wieder in Nordindien zugange. Bietet uns aber nichts an. So. Munitionsfabriken kommen, das ist gut. Wir stellen ja im Krieg immer mal wieder fest, dass Munition doch recht knapp ist bei uns. Tja,
Tja. Ansonsten müssen wir jetzt, können wir jetzt halt wieder Wirtschaft bauen und oh, ich weiß, was wir noch machen könnten. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Wir könnten jetzt natürlich den Rest von Kuba noch einnehmen. Boah, 27,5 Verrufenheit. Boah, das war aber letztes Mal deutlich günstiger. Okay, das können wir nicht machen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Dann können wir Kuba noch einnehmen. Oder die zum Protektorat machen. Es gibt so viele Möglichkeiten. So viele Ziele, so viele Möglichkeiten, so viel Verrufenheit. Das ist echt ein bisschen anstrengend. Aber was sollen wir machen, ne? Eine Antarktis-Expedition. Ja, nein. So, meine Flotten sind auch fast bei 60, 60. Wo ist meine vierte Armee? Was macht die denn hier unten? Kommen wir hier hoch? So. Zettelzwist zerfetzt Ika. Oh Gott. 50% Chance. 2% werden radikaler. Ja. Ist besser. So, da haben wir eine Debatte. Da können wir nochmal 20% mitnehmen. Müssen wir machen. Müssen wir machen. Wir stehen jetzt bei 55. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Kriegen wir durch. Ich denke, das kriegen wir durch rechtzeitig. Und das nächste, was wir dann noch machen könnten, was uns, glaube ich, einen Ultra-Boost gibt, wir können jetzt Proportionalsteuern beschließen, theoretisch. Das wäre schon nicht schlecht, ne? Weil wir jetzt die Gewerkschafter in der Regierung haben. Das ist auch wieder interessant. Die Handelsroute von, wer ist das? Ich kenne die Fahne nicht. Für die Ware Hartholz nach Markt amerikanisch wurde aufgelöst, da es in der amerikanischen Föderation keine erreichbaren Häfen gibt. Schon klar, ne? Schon klar. Keine Häfen bei uns. So, für die letzte Institutionsstufe. Warte mal, 304. Ich baue mal das Kolonialamt noch auf. Keine Ahnung, weil ich es kann, ja. Und dann kriegen wir mit dem Antibiotika auch die letzte Stufe fürs Gesundheitssystem. Dann haben wir auch das erledigt. Bin ich jetzt. Ist das BIP jetzt um fast 20 Millionen gestiegen? Seit ich das letzte Mal geguckt habe. Wir waren doch bei 155 vorhin. Was ist da denn los? Was ist da denn los? So, 5%. Wer ist Ismael Montes? Ein Intellektueller? Nee. Das ist schon besser so, ja. Das ist so schon besser. So. Transport in Rio Grande eng. Ach so, weil es da keine Eisenbahn gibt. Dann kriegt ihr jetzt mal eine Eisenbahn. Dann können wir das beheben und in Patagonia auch. Warum ist hier der Transport so teuer? Warum ist hier der Transport so teuer? 383 Verbrauch. Es ist immer noch die Kohlemine, ne? Aber wir haben hier doch noch Pops. Dann lass mich doch einfach noch eine weitere Eisenbahn auch hier bauen. Dann haben wir das. Und eine wallonische Einwanderungswelle kommt aus Frankreich auch nach Buenos Aires. Also Buenos Aires ist irgendwie beliebt. Naja, da haben wir auch einen Lebensstandard von 18,2, ne? Den Leuten hier geht's gut. So plus 102.000, das ist der Wahnsinn, ne? Wir könnten hier auch auf Elastikstoffe stellen, das wäre ziemlich gut. Mehr Gummi, mehr Seide, weniger Tuch. Ich glaube, das lohnt sich ziemlich. Jetzt wird Kleidung dadurch ein bisschen teurer, da wären wir irgendwo anders. In Zulia haben wir jetzt wieder 130.000 Bauern, das war auch irgendeine Einwanderungswelle, ne? In Zulia wird, glaube ich, ja, bauen wir nochmal 20 Kleiderfabriken. Gesetz erreicht Abstimmung. Sehr gut. Wir kriegen das durch. Wir kriegen das durch. So, und Luxusmöbel sind tatsächlich teuer. So, wie kriegen wir hier? Minus 5. Akademikerpox. Santiago ist besser. Lieber 20% in Santiago als 2% aufs ganze Reich, ne? Eigenes Gummi, Schritt für Schritt. Das sind wieder die Kautschukbarone. Was wollte ich jetzt? Ah ja, nach den Möbeln wollte ich gucken.
Die Möbelfabriken, die arbeiten auch nicht alle mit Präzisionswerkzeugen. Vielleicht haben wir es dann schon im Griff. Nee, noch nicht richtig, ne? Das heißt, wir könnten mehr Luxusmöbel brauchen tatsächlich. Das bedeutet, ach nee, nicht hierüber, hierüber. Industriemöbel. So, Buenos Aires. Ja, guck mal, die haben jetzt wieder 326. Dann bauen wir auch noch 15 Möbelfabriken da rein. Können wir alles dort reinquetschen. Und wir brauchen mehr Porzellan. Glas ist eigentlich ja plus 7. Da könnte man mal eins hochziehen. Buenos Aires macht, glaube ich, nur Glas, ne? Ja, die machen kein Porzellan. Da macht es wenig Sinn. In Zulia wurde beides gemacht. Na, ah, das wollte ich jetzt so nicht. Habe ich wieder daneben geklickt. Na, komm her. Bauen wir mal 8 Stück. Gucken mal, wie wir damit hinkommen. Gucken, wie wir mit der Infrastruktur vor allem hinkommen. So, in Mato Grosso entstehen gerade die Munitionsfabriken. Dann kommen Viehhöfe, Bleiminen. Guck mal, da kommen die Bausektoren. Ich mache das jetzt mal anders. Ich hole mal die Bausektoren nach vorne. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wir werden in Buenos Aires dann auch noch eine Eisenbahn brauchen. So, passt. Holen wir uns mal gleich die 10 Bausektoren rein. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Der Frauenorden von Cajamarca plus 10. Ja, komm, nehmen wir mit. Können wir uns leisten. Wobei sie jetzt mittlerweile bei 79 sind, aber ich hoffe, wir kriegen die 54% jetzt einfach durch. Das ist einfach eine gute Chance jetzt zum 12. Mai, dass wir es einfach durchkriegen. Und dann gehen wir direkt in die Proportionalsteuern, würde ich sagen. So, Transport in Goias knapp. Ah, da kommt gerade eine Eisenbahn. Stimmt. Rio Grande kommt eine Eisenbahn. In Ostangola ist der Transport jetzt knapp, weil die Bleimine aus welchen Gründen auch immer mit Transport arbeitet. Okay, die Qualifikation ist schon weg. So viel zu den Bleiminen. Ja, super, ne? Richtig gut. Das heißt, das kann ich mal wegschmeißen. Ja, da wollen wir nichts vermessen. Funkempfänger tun wir schon was. In Arequipa ist der Lebensstandard. Oh nein, ein Vorankommen. Nochmal 5% Bürokratie brauche ich nicht. Ich nehme nochmal 20% mit. Das muss schnell gehen. Jetzt stehen wir auf 74%, eigentlich 75. Also jetzt müssen wir es eigentlich treffen. Ein bisschen Glück wäre gut. So, Investitionsfonds ist leer. Aber wir sind immer noch im Plus. Gut, jetzt, wenn uns jetzt die Finanzierung wegfällt, des Briten, dann wird es ein bisschen schmerzhafter, aber wir haben, uns geht es eigentlich ganz gut. Minus 10 oder plus 10, Glück gehabt. Hölle auf Erden, da können wir leider nichts tun. Wir können jetzt auch Arbeiterrechte beschließen, oder? Jetzt, wo wir die Gewerkschafter haben. Oh ja, das sollten wir auch tun. Das sollten wir dringend tun. Die Revolution ist mittlerweile auf extrem gesprungen, 80. Das heißt, wir sollten jetzt dringend gucken. Okay, die Debatte ist komplett verschwunden. Das heißt, wir haben jetzt eine 3 zu 1 Chance, dass es einfach durchgeht. Das wäre schon schön jetzt. Es gibt Berichte darüber, dass Emilio de Santa Cruz, das Oberhaupt der Interessensgruppe Grundbesitzer, nicht an Sitzungen teilnimmt oder seinen sonstigen Verpflichtungen nachkommt. Wir können seine Abwesenheit nicht länger ignorieren. Ein Arzt sollte ihn sich ansehen. Er kriegt psychologisches Gebrechen. Oder er kann in einer Anstalt Hilfe bekommen, die er braucht. Ja, in einer Anstalt, der stirbt da einfach, ne? Minus 2 dann auf die Grundbesitzer. Ja, da kann sich schon ein Arzt kann sich das angucken. Ist ja nicht so schlimm. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Der Deutsche wollte doch gerade Dai Nam einnehmen. Hat er das geschafft? Ne, ein Stück hat er rausgebrochen. Und jetzt führt er den nächsten Krieg gegen Ägypten, will Hedschas, den Jemen, Sinai und Unterägypten. Das ist ja der Wahnsinn. Was bietet er mir denn an? Na, nichts Gescheites, ne?
nichts Gescheites. Afrika sieht auch wirklich richtig wild aus. Ich sag's, wie es ist. Das sieht richtig wild aus. Naja. Das müsste man alles in Ordnung bringen mal, aber mit welcher Zeit, ne? Mit welcher Zeit? So, wir gehen hier mal überall raus. So, die Bauschlange ist noch gut gefüllt. Wir bauen jetzt mit fast 700. Das wird immer besser. Und jetzt gib mir einfach die, jetzt gib mir einfach diese 74%, bitteschön. Am 18. August. Also in 8 Tagen. Gucken wir uns an. Was sagt der Markt mittlerweile? Panzerschiffe werden jetzt aber richtig teuer. Wo gehen die denn alle hin? Ah, da kommen ja auch noch die. Sind ja auch noch gar nicht gebaut. So, 18. April. Komm schon. Ah, das gibt's nicht, ne? Wie viel Pech kannst du haben? Wie viel Pech kannst du haben? So, jetzt stehen wir bei fast 90%. Also irgendwann, irgendwann musst du es ja mal hinkriegen, weil die stehen mittlerweile bei 80. 80 ist nur nicht so schlimm, da kann kein schlechtes Event kommen, als dass es ausbricht. Aber das Spiel legt es gerade wieder drauf an, ne? Oh, 3:1 Chance gehabt. Wieder nicht getroffen. Ah. Der Kontinent der unbegrenzten Möglichkeiten. Kolonisten, die nach Ostkap gezogen sind. Achso, die wollen jetzt wieder Kohle, ne? Die wollen wieder Kohle von uns. Achso, das war das mit minus 10 Bürokratie, ne? Von mir aus. Die Bürokratie schwindet schon wieder. Ich glaube, es ist jetzt wirklich mal an der Zeit, noch mehr umzustellen. Jetzt stellen wir hier mal die... Nein, um Gottes Willen. Die 15er um. Da hat es noch mehr Kleinzeug. Stellen wir mal alles auf Telefone. Telefone so bis zur nächsten 15. Jetzt haben wir wieder 745. Mal gucken, wie lange es hält. Ja, plus 10%. Machen wir lieber das. So, jetzt stehen sie auf 80, ne? Jetzt stehen sie auf 88! Oh Gott! Okay, ab jetzt wird's kritisch. Ab jetzt wird's wirklich kritisch. Wir müssen das jetzt durchkriegen. Am 26. November. Das kommt am 12. November nochmal. Oh Mann, ey. Das müssen wir heute noch durchziehen. Das will ich wissen. Also wir müssen jetzt die 89% treffen. Also bei aller Liebe. Sonst fühle ich mich gedrollt. Wir hatten jetzt schon einmal bei einer 3:1. Also wir hatten schon bei der 54% Chance. Hätten wir es eigentlich schon... Also da war es zumindest eine 50-50 Chance. Dann hatten wir eine 75 Chance, die wir nicht getroffen haben. Jetzt haben wir eine 89. Also irgendwann muss das doch... Oh! Das wäre jetzt eine gute Zeit, was wieder was loszutreten. Aber ich habe nicht genug... Hab zu viel Verrufenheit, als dass wir was machen könnten. Auf 47,8 sind wir unten, was eigentlich ganz okay ist. Oh Mann. So, ich lass mal ein bisschen schneller laufen kurz, weil wir gerade gar nicht so viel tun können. Wir gehen jetzt mal zum 12. November. So, jetzt gucken wir, was hier passiert. Boah, sie stehen auf 89 jetzt. Oh Mann. Oh Mann. So, und jetzt am 26. November. 89%. Also das muss doch jetzt, also bei aller Liebe. Bei aller Liebe, jetzt. Na Gott sei Dank. Oh, das ist ja eine ganz andere Protest... Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist ja eine komplett andere Protestbewegung. Oh, wei. Das hatte ja überhaupt nichts mit... Oh, ich bin auch so ein bisschen... Ein bisschen doof bin ich manchmal schon. Oh, guck mal, die Stufensteuern sind sogar noch besser als die Proportionalsteuern. Industrielle Grundbesitzer, industrielle Kleinbürgergrundbesitzer. Wen radikalisiert? Die Industriellen, die sind eh schon radikal. Also rein da in die Stufensteuern.
Ein Land der Überfülle. Der hohe Lebensstandard im Land hat zu einem weit verbreiteten Gefühl der Zufriedenheit mit dem Status quo geführt. Was Louis Recabarren und eine der Regierungsparteien in den bevorstehenden Wahlen zu den Favoriten macht. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt hoffe ich, dass das ein bisschen zurückgeht, weil die Industriellen verlieren jetzt ordentlich an Zustimmung in der nächsten Zeit, weil sie ihre Krankenversicherung weggenommen gekriegt haben. Die hat ihnen nämlich einen ordentlichen Boost gegeben. Die Krankenversicherung. Die gab nämlich plus 40% Interessensgruppenanziehung für die Industriellen und die sind jetzt weg. Komplett. Also wenn ich in die Wahlvorschau schaue, dann ist die Freihandelspartei, ja, die steht nur noch bei 9%. Momentum minus 45%, also denen haben wir einiges weggenommen. Die müsste jetzt runtergehen. Also sollte sie dringend. Ja, die haben diesen Boni nicht mehr. Gut, da müssen wir uns dann mal drum kümmern in der nächsten Folge. Bürokratie jetzt wieder auf minus 126. Wo ist die denn jetzt wieder hin verschwunden? Warum ist die denn... Ich hatte doch gerade plus 1000 noch. Oh, wir sind auf der Weltrangliste auf Platz 3 gerückt, sehe ich gerade. Ach so, ja, weil Frankreich Aufstand hat, deswegen. Wo ist denn jetzt die ganze Bürokratie? Ich hatte doch gerade über 1000. Minus 5%. Noch 6 Monate. Minus 10, das kann es nicht sein. Ich verstehe das nicht, ey. Ich hatte doch gerade über 1000 Bürokratie noch. Naja. Wie teuer sind Telefone? Überhaupt nicht teuer. Ich habe jetzt die Schnauze voll, da immer häppchenweise zu arbeiten. Ich stelle jetzt einfach alles um. So, und wir haben trotzdem nur... Brr. Sind Telefone jetzt irgendwie teuer geworden? Nö. Von daher. Passt das dann schon? Gut. Wir bauen immer noch in Goyas an den... Okay, die Baueffizienz ist da auch richtig schlecht, ne? Nur 40, ne? Minus 76,6 durch Aufruhr, minus 47 und minus 30 durch den Regenwald. Na, super, ey. Das ist ja eine Katastrophe. Ich mache jetzt die soziale... Ich mache das jetzt anders, warte mal. Ich mache die soziale Durchlässigkeitskampagne hier drüben weg und mache hier nach Goyas, ah, ich kann nicht mehr brutal durchgreifen wegen... Oh! Geht nicht mehr, weil wir Versammlungsfreiheit beschlossen haben. Mist! Naja, gut. Egal. Dann müssen wir es halt durchziehen. Dann kriegen sie einen Straßenerhalt. Dann haben wir wenigstens mal 10% rausgeholt. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Und dann sind wir für die Folge erstmal durch. Wir sind nicht durchgekommen, wir sind 1933, das heißt, wir haben noch eine weitere Folge, wo wir mal gucken können. Wir sind jetzt auf 45 unten, da können wir vielleicht nochmal irgendwas zum Protektorat machen. Da geht wieder garantiert irgendjemand mit rein. Aber schauen wir mal. Unser BIP ist auf 178 Millionen gestiegen mittlerweile. Das ist ziemlich krass, ne? Unser Lebensstandard ist mittlerweile, sind wir mittlerweile Platz 4. Nur Niederkanada, Australien und Transvaal sind vor uns. Was daran liegt, dass die einen Haufen Gold haben und wenig Einwohner. Aber ansonsten, mit 40 Millionen Einwohnern sind wir bei weitem, haben wir jetzt auch den Deutschen überholt. Also bei uns läuft es richtig rund. Und da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten und letzten Folge, regulären Folge, wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.